Und damit herzlich willkommen zurück zu Minecraft Online. Beim letzten Mal haben wir, wie in den letzten Folgen, auch hier am Bahnhof weitergebaut. Wir haben den Bahnhof soweit abgeschlossen. Nur noch der Rest der Strecke muss noch jetzt gebaut werden. Und ja, ich habe jetzt zuvor auch vielleicht schon in dieser Aufnahmesession diesen Bahnhof hier wieder zu eröffnen. Aber da bin ich mir noch nicht sicher. Wir haben ja hier provisorisch erstmal hier den Zugang also zu ihm macht, dass hier keiner erstmal reinkommt. Da auch. Und da kommt auch noch Erde weg. Dann haben wir hier dieses kleine Stück hier schon angefangen. Zwar klein, aber fein. Und wir haben ja dann vorgehabt, hier dann wahrscheinlich die Kurve reinzumachen. Das werden wir ja mal gleich sehen, ob ich das dann wirklich auch so mache. Mal Luki Luki machen. So, erstmal kommt hier ein bisschen was an Erde weg. Weil Erde kann ich da nicht gebrauchen. Wer braucht schon Erde? Also ich gerade nicht. Ich habe so viel Erde. Nee, ich weiß gar nicht mal, wohin damit. So, das war eben nicht so geplant. Und zwar, da soll eins frei bleiben. Und hier, und da soll nämlich dann Glowstone noch rein. Zwei Stück. Also auf jeder Seite eins. Und des Weiteren muss dann oben die Erde da weg. Ja, werden wir gleich noch mal ein bisschen terraformen oben müssen, dass das hier nicht so herausschaut, sag ich mal. Es ist nicht im Sinne des Erfinders, denke ich mal. So, erstmal kommt hier noch Fichtenholz hin. Ist da ein Dankeschön. Und dann noch hier Pflasterstein. Bis hier vorne hin. Perfekt. Da hatte ich jeweils ein Fünferbreite dazwischen. Genau. Eins, zwei, drei. 5 und dann hier. Ja, das passt doch. Das passt doch. Und da auch nochmal ein Glowstone rein. Damit ich auch zufrieden bin. Dann mache ich erstmal. Verdecke ich das hier erstmal alles. Mit Erde natürlich. Was denn sonst? Kann mal ruhig hier auch noch. Dass es hier so einigermaßen natürlich noch aussieht. Da liegt eine Sonnenblume. Ja, schön von der Sonnenblume, dass sie da liegt. So. Hier Erde noch 2, 1, 0. So, perfekt. Dann ist das hier jetzt auch erledigt. Da ist ja noch der andere Tunnel, den ich hier so gebaut habe. Der wird hier noch ein bisschen, ja, bisschen angepasst. Geterraformt vielleicht noch ein bisschen. Zwar sieht man, könnte man noch denken, dass hier wirklich ein Tunnel ist, da das hier auch eine kleine Erhebung ist. Vielleicht mache ich das eines Tages mal weg. Mal schauen, mal schauen. Tut mir leid. So, und dann geht's hier ja dann raus. Da muss ich erstmal schauen, wo ich dann die Kurve hin mache. Aber erstmal ist hier eh Erde weg. So viel Erde. Brauche ich alles gar nicht. Naja, vielleicht kann man doch mal irgendwann mal Erde hier brauchen. Ich weiß es nicht. So, ich lege hier erstmal Zeugs ab, was ich momentan nicht brauche. Ja, und hier noch. So, dann kann hier der Rest Erde weg. Und es wird natürlich, jetzt wird es natürlich Nacht. Warum denn sollte es auch nicht Nacht werden? Also, ja. So, wo bin ich? Noch ein bisschen. Bisschen muss noch. Dann müssen wir hier an den Seiten sowieso noch alles anpassen. Noch sind wir nicht fertig. Noch nicht. Aber bald. Das meiste haben wir schon geschafft. Dann würde ich mal sagen, hier am See irgendwie so vorbei, sich dann hier dann rein einbiegel. Genau. Muss dann nur mal schauen, wie genau. Jetzt hatte ich da jeweils eine Breite dazwischen. Ich glaube immer 22 hatte ich. Na gut, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, dass ich hier dann die Mitte habe. Genau. Mal da eine Fackel hin, dass ich das auch weiß. Dann kommt hier ja insgesamt eine 5er Breite ja wieder hin. So, da sind wir jetzt auch schon angeknüpft. Jetzt ist die Frage, wollen wir bei Nacht weiterbauen oder sollen wir schnell uns schlafen legen? Ich würde mal sagen, wir legen uns mal ganz schnell schlafen. So, bin ja hier am Hafen. Geht schneller, als wenn ich jetzt hier nach Long Hills gehe. Zwar müsste ich mal was essen, aber soll ich jetzt noch ein Abendbrot essen? Einmal ein Abendbrot und dann morgen nochmal ein schönes Frühstück. So.
Dann, gute Nacht. Dankeschön. So, hier nochmal ein Frühstück essen. Dann bin ich auch schon zufrieden. Genau. So, Weizenkörner kommen weg. Slice Spawn müsste ich jetzt mal machen. So. Dann auf zum Bahnhof. Auf jeden Fall nicht mehr lange. Dann ist hier es nicht mehr gesperrt. Ich bin mal so schon gespannt, wie so die Leute dann reagieren. Mit dem neuen Konstrukt hier sozusagen. Das ist ja ganz schön anders. Jetzt sieht ja ganz schön anders aus wie vorher. Also meiner Meinung nach sieht es auf jeden Fall besser aus. Also ich bin zufrieden damit. Das ist ja schon mal schön. Sehr, sehr schön. So, dann kann ich ja hier schon mal den Durchbruch hier machen. Bisschen Akazienzaun hier weg. Da noch eins. Genau. Die Schienen kommen ja dann das dahin. Die Schienen, die da lang führen, die kommen ja dann auch noch weg. Aber erstmal möchte ich den Boden hier weg haben. Dass ich da schon mal Zeugs verlegen kann. Am besten von hier vorne gleich Boden verlegen. Dann schaffen wir das noch in dieser Folge. Wow. Aber dann ist die Frage, soll ich dann wirklich schon in dieser Folge dann den Bahnhof eröffnen oder was? Soll ich dann zu einer bestimmten Uhrzeit, also dass ich heute dann nochmal aufnehme, hatte ich ja sowieso eigentlich vor, dass ich dann da in dieser besagten Folge dann die Eröffnung des Bahnhofes mache? Gute Frage, nächste Frage. Erstmal kommt das hier alles weg. So, da kommt es aber trotzdem noch mal Erde noch dazwischen. So, dann geht's hier weiter. Genau. Dann ist hier schon mal der Anschluss gefunden. Wenn man das jetzt mal auf der Karte schaut, hier eine kleine Kurve. Sieht zwar mit der Kurve jetzt nicht so super aus, aber ja, was soll man machen? Es gab halt keine Möglichkeit, dass ich diese alte Strecke hier lang belassen konnte. Also, da gab es wirklich null Möglichkeiten, weil mit den Plänen, die ich hatte, da habe ich keine Lösung zu gefunden. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Ist ja auch nicht so schlimm. So, ich lege erstmal die ganze Erde ab, die ich jetzt hier habe. So. Dann hier Eisen kommt hier noch rein, das Ei kommt hier rein. So, dann hier ein Stack Stein. Und dann brauche ich Fichtenholz und Kobbel. Fichtenholz und Kobbel. Dann werde ich mir erstmal einen Baum anpflanzen. Knochenmehl habe ich hier auch noch. Ich hoffe mal, es reicht. Wenn nicht, dann ja, weiß ich auch nicht, was ich machen soll. Pflanze mal den Baum hier an. So, wünsche mir Glück. Nein. Ist hier irgendwo ein Skelett? Hier ist eine Höhle. Vielleicht habe ich Glück, dass hier in der Höhle ein Skelett ist. Sieht aber toller hier aus, die Höhle. Nee, das ist keine richtige Höhle. Obwohl, da geht es tiefer rein. Nein, ich mache jetzt keine Höhlentour. Nur ich brauche ein Skelett für Knochen, beziehungsweise Knochenmehl. Skeletti, wo bist denn du? Dankeschön. Oh, was war denn das denn für ein Leck? Auf jeden Fall habe ich Knochen bekommen. Das ist schon mal. Das ist das, was ich haben wollte. Dann hier hoch und weiter hoch und weiter hoch. Wie komme ich jetzt nach ganz oben? Da hoch, da hinten. Da hat sich schon mal jemand hochgebaut. Treppe gebaut. So. Wo habe ich jetzt die Setzlinge hingesetzt? Die unersetzlichen Setzlinge. Da hinten. Knochenmehl. Ist jetzt nicht euer Ernst. Warum? Dann brauche ich noch ein Skelett. Warum gehe ich schon wieder diesen Eingang lang? Ich weiß es auch nicht. Ah, und ah, das ist doch hier eine Sackgasse. Da war ich doch vorhin schon. Hier geht es lang. Hier war vorhin das Skelett. Vielleicht habe ich Glück, dass jetzt noch eins hier ist. Wahrscheinlich habe ich kein Glück. So wie ich mein Glück kenne. Ah, schöne Höhle hier. Und die wurde gar nicht erkundet. Ist sehr seltsam. Ein Creeper? Creeper brauche ich nicht. Creeper-Männer können mir mal gestohlen bleiben. Creeper. Ja, explodiere ruhig, dann halt nicht. Hier ist Gold. Gold kann man immer mal gebrauchen. Ich wollte eigentlich gar keine Höhlentour machen. Ja, ich höre schon dich, Skelett. Ich weiß, dass du hier bist. Dankeschön, dass du hier bist. Genau dich brauche ich, aber das Gold nehme ich trotzdem mit.
Kann ja nie, man kann ja immer mal Gold gebrauchen. Ist ja sonst noch was Interessantes. Wenn ich einmal hier unten bin, dann schaue ich halt mal nach. Ja, hier ist noch ein Skelett, falls das Knochen mir immer noch nicht reicht. So, immer noch. Das wird hier bestimmt eine Sackgasse. Ja, es ist eine Sackgasse. Genau. Bevor ich hier mich mühsam nach oben baue, gehe ich halt hier nochmal hin und gehe über den Bahnhof dann nochmal raus. Noch kann ich ja über den Bahnhof rausgehen. Später geht das, nee, eher schlecht. Eher schlecht. So. Aber wenn dann ja erstmal die Züge rausfahren, wenn ich das bedenke, das ist heute schon. Also für mich, also für mich heute, für euch weiß ich nicht, ob. Da werde ich das wahrscheinlich nicht in dieser Folge noch schaffen, aber vielleicht in der nächsten Folge. Wie gesagt, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Kann auch sein, dass in der übernächsten Folge dann die Eröffnung ist. Mal schauen, mal schauen. Ich weiß jetzt nämlich auch nicht, wie viel ich jetzt aufnehme in dieser Aufnahmesession. Und danach geht es wahrscheinlich auch. So, Knochenmehl habe ich. Dann suche ich halt für euch einen besseren anderen Platz. Wenn ihr da nicht wachsen wollt, dann ja, ich halt einen anderen Platz suchen. Dieser Platz sieht doch schön aus. Hier, ja, geht doch. Brauche ja nicht viel, nur ein bisschen, nur mein, was ich habe, das reicht leider nicht. Aber jetzt geht's. So. Im Hintergrund richtig schöne Super Mario Galaxy Musik. Eine sehr, sehr schöne, entspannende Musik. Genau. So, ich hoffe mal, wir sind gleich an der Spitze des Baumes angekommen. Weil, wie gesagt, so viel Holz brauche ich nicht. Nur ein bisschen, aber ja, es ist halt ein großer Baum. Und immer mehr Holz. Naja, später kann ich sowieso. Da brauche ich sowieso noch Fichtenholz später. Wenn die nächste Strecke wirklich mal so richtig angefangen wird. Ich habe ja schon so lange erwähnt, dass ich mal den Bahnhof am Long Hills weitermachen möchte. Und die Strecke. Ich kam aber nie dazu. Ja, aber ich hoffe mal, das mache ich doch jetzt auch demnächst dann. Naja. Ob ich dann die Strecke in der Aufnahme oder außerhalb, das weiß ich noch nicht. Das werden wir mal sehen. Einfach mal überraschen lassen. So, die richtigen Pläne dafür habe ich ja noch nicht so richtig. Also, ich meinte damit, wann ich die Strecke so mal halt in der Aufnahme oder außerhalb. Wie genau? Na gut, wie genau eigentlich schon. Ja, so wie die andere Strecke auch. Den Plan, wo die Strecke entlang führt, habe ich ja auch schon. Von daher, ja. Dürfte eigentlich nichts mehr im Wege stehen, denke ich. So. Dann erstmal Fichtenholz. Gute alte Fichtenholz. Das wird ja hier natürlich nach draußen geführt. Denn wenn wir das hier verlegt haben, werde ich erstmal hier die Seiten hier anpassen. Moment, irgendwas stimmt hier nicht. Ich habe mich verbaut. Natürlich habe ich mich verbaut. Warum sollte ich mich auch nicht verbauen? Also verbauen gehört doch dazu. So, und zwar hier soll es ja lang führen. Genau. So, hier werde ich schon mal eine Schiene abmachen. Genau. Und es regnet. Na gut, dann bauen wir halt mal im Regen. So, dann hier um die Kurve. Genau. Hier, das hier werde ich auch mal wieder wegmachen. Stimmt, hier muss ja auch weg. Nee, Moment. Nee, 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 das muss ein bisschen anders. Das muss ein bisschen anders. Aber hier. Denk mal, ich werde dann auch die restlichen Schienen mal hier abbauen, damit ich nicht durcheinander komme. Genauso wie die Booster-Schienen jetzt hier. Also wie lange meine Spitzhacke noch hält. Die ist ja schon seit einer Weile. Ja, im letzten Bereich, sage ich mal. So, dann kommt hier das Fichtenholz auf jeden Fall weg. Genauso wie hier. Dann ist hier ja die Kurve. Dann verlege ich hier jetzt noch das Fichtenholz. Ah. Aha. So. Dann wäre das Fichtenholz auch schon mal verlegt. Jetzt brauche ich Kobbel. Kobbel habe ich ja noch dabei. Das ist sehr, sehr gut.
Naja. Oh, hallöchen, Finn. Hallo. Tag. Also, naja, das, was ich gerade dabei habe, das reicht zwar nicht für alles, was wir hier jetzt noch machen müssen. Wir brauchen zum Beispiel jetzt noch Akazien-Zaun für hier noch. Aber erstmal will ich eh terraformen. Ist die Schienen schon weg? Ja, die Schienen sind schon weg. So, habe ich noch? Ja, ich habe noch einen Stack. Passt doch. Und jetzt wird noch außerdem noch Nacht. Perfekt. So, dann erstmal hier alles anpassen. Oh, das sieht doch toll aus. Hier im dunklen Regen. So. Jetzt kann ich hier nichts mehr sehen. Ist ja unfair. Das ist bitter. Was? Das ist bitter. Ja, finde ich auch. Wo bist du an dem geheimen Ort? Geheim ist er nicht, aber der ist nun nicht zugänglich. Na, das habe ich gemerkt. Genau. Und ich bitte dich auch hier gar nicht hinzugehen. Ach so, dahinter? Okay, dann laufe ich da vielleicht als Zufall vorbei, weil es in der Nähe von der Luigi-Station ist. Nee, bitte nicht. Aber ich kann dich beruhigen, heute wird sowieso die Eröffnung sein. Wann genau, weiß ich jetzt noch nicht ganz so. Aber heute wird auf jeden Fall die Eröffnung sein. Soll ich dir irgendwas bringen? Nein, brauchst du nicht. Ich möchte. Was ist das? Ich möchte. So, Erde ab. Da klar. Bist du. Ja, aber bitte auch hier überhaupt nicht rausgehen oder so. Also rausgehen, alles klar. Also raus aus dem Spawn gehen, meinte ich damit. Flyhex aktiviert, ich flieg durch das Loch da. Ja. So. Dann wird die eine Seite schon mal angepasst, jetzt kommt die nächste Seite noch dran. Oh. Ist ja jetzt so traurig. Hast du Essen? Ich hab kein Essen mehr. Ich hab nur ein paar Ofenkartoffeln. Kauft ihr auch was im Shop? Geizig. Warum geizig? Ja, achso. Ja. Meine Rubine backen mal wieder. Oh ne, jetzt. Nee. Hä? Hast du einen Rucksack? Schön. Ich hab einen auch. Ich hab auch einen Rucksack, genau. Hast du einen roten? Ja, der dürfte rot sein, genau. Ich komme nicht mehr bis ich da bin, bin ich 80 ohne Sprinten. Oh, wo früher da bist. Früher wusste ich nicht, wo ich angefangen habe Minecraft zu spielen, dass man sprinten kann. Oh. Was bringt mehr, Ofenkartoffeln oder Brot? Bringt beides gleich viel. Und Brot ist billiger. Dann ein Brot. Ach, was ist denn? Oh, da. Was ist denn da hinten? Aber es gibt auch eine öffentliche Farm, übrigens. Ja, am Hafen. Ich weiß. Nur, bis du zum Hafen bist, dann müsstest du dann erstmal laufen. Es sei denn, du hast dann einen hohen Punkt oder so, halt. Mein Hund! Ach, doch, ist noch ab. Ja, wo ist der Beacon hin? Malte hat den Beacon abgerissen. Bruchbild. Ich hab den Loser getötet und der hat den abgerissen. Ach nee. Oh Gott, bin ich dumm. Wir haben den hier eingebaut. Einsicht ist der beste Weg zur Besserung. Ah, es ist Tag. Ich hab mein Sport Point abgebaut. Oh. Oh nee. Ich wollte mich schlafen legen. Oh Mann. So, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Muss ich erstmal wieder Erde in den Rucksack tun. Jetzt ist so. Der Amboss auch noch kaputt. Boah. Oh. Ja. Du kannst ja gar. Du kannst doch gar nichts. Ach du. Das nehme ich jetzt als Beleidigung. Ja, mach ruhig. Dann geht mein Schwert jetzt auch demnächst kaputt. Ah. Bei mir ist die Spitzhacke dran. Ja, ich habe noch deine Glück 3 Spitzhacke. Cool. Die du mir mal geschenkt hast. Ist jetzt. Die hat Malte noch. Oh. Oh, alles muss er mir klauen aus den Kisten. Ja, das ist normal. Du kennst doch Malte. Sie hat er sich einfach gegönnt. Ja. Lege ich in unsere öffentliche Kiste rein. Wo ist die Spitzhacke? Weg. Super, Malte. Hat er fein gemacht. Oh, das ist eine Weizenfarm. So ein Schrott. Ach nee, was ist hier? Sind da Karotten? Ja, Karotten sind doch da. Das muss man ja nachpflanzen.
Ja, man muss da nachpflanzen, ja. Oh, hier hat jemand das Feld kaputt gemacht. Oh. Das ist mir egal. Hab ich eine Hacke dabei? Ich glaube, ich habe eine Hacke dabei. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. So, die nutze ich doch aber nicht an deinem Feld ab. Dankeschön. Gerne. Ja, ich weiß. So, dann würde ich mal sagen, ich hole mir ein paar Zäune. Ich brauche Zäune. Okay, das macht mir an. Ja, soll's dir auch. Okay. Das erinnert mich gerade voll an das Mario Let's Play. Das ist schön. So, ja, Zäune. Das war so das Beste, was auf deinem Kanal war. Das ist ja nett. Ich habe eben eine Karotte gepflanzt, die abgebaut und zwei draus bekommen. Ich habe sie frisch gepflanzt. Ja, Glückwunsch. Okay. Glückwunsch. Ist ja. Fein gemacht. So, ich brauche Akazien-Zeugs. Oh, jetzt habe ich eine Kartoffel abgebaut. Oh, du kannst doch gar nichts. Oh, hier habe ich ja noch. Oh, jetzt hat er das. Ist das wieder zurückgepackt? Oh. Nee. Ja. Was soll nur aus dir werden, wenn du mal groß bist? Ach ja, aus dir kann ja nichts mehr werden. Ach du, mich auch. Ja, ich weiß. Die Spinne hat dein Feld kaputt gemacht. Die Spinne hat dein Feld nochmal kaputt gemacht. Jetzt ist sie tot. Oh. Ist mir egal. Ich hau ab. Ja, hau mal ab. Das würde ich dir auch mal lieber raten. Abzuhauen. Was machst du so? Das wirst du schon merken. Oh ne, nicht schon wieder. Hatte ich gestern gerade erst. Naja, du kannst von Glück reden. Ja, du kannst von Glück reden, dass ich gerade zu tun habe. Warum? Ja. Ich hab gar nichts gemacht. Das sagst du. Was hab ich denn gemacht? Eine ganze Menge. Na dann, hau raus, fang an. Nee, grad nicht. Ist das... Ja, sag ich doch. Ach, das ist Tonholzzaun. Kann ich deinen Amboss benutzen beim Longhals in deinem Haus? Ja, kannst du machen. So, ich brauche Tropa. Boah, ich war bestimmt schon zwei Boah, Timing is away, Dennis. Ich mach auch gerade Slash Spawn. Ja, das ist schön. Hast du überhaupt noch einen Amboss? Ja, ich habe noch einen Amboss. In der Fabrik müsste auch noch einer stehen. Nein, der ist kaputt. Ja, dann ist der kaputt. So, dann Leute, bis zur nächsten Folge.